Gut, da sind wir wieder bei einem weiteren kleinen Video. Es ist wieder mal Update-Zeit. Es gibt neue Spiele, es gibt neue Filme und letzten Endes sind doch sogar mal Figuren bei mir eingetroffen, die ich vorbestellt habe. Gerade einmal mit einmonatiger Verspätung und nicht mit, keine Ahnung, Verspätungen mit mehr als einem Jahr. Fangen wir an mit den Spielen und zwar mit den PS5-Spielen. Da haben wir einmal die Klonor-Neuauflagen. Wir wissen, Teil 1 und 2 zusammen. Ich habe noch nie ein Klonor gespielt vorher, habe aber eben mitgekriegt, dass die Neuauflage relativ gut geworden sein sollte. Auf der Switch hat es anscheinend massive technische Probleme, deswegen habe ich mir es für die PS5 geholt. Ich bin sehr gespannt. Und Last Judgment, ich war ja nicht unbedingt so begeistert von Judgment. Das hat durchaus seine Macken gehabt. Anscheinend hat man bei Last Judgment, sprich dem Nachfolger, genau die Macken beseitigt und übrig geblieben ist anscheinend ein sehr, sehr gutes Spiel. Da muss ich sagen, bin ich gespannt und hoffe ganz einfach einmal, dass sich das bewahrheitet. Weiter geht's auf der PS4 mit It Takes Two. Spiel, das ja mehr oder weniger überhäuft worden ist mit Superlativen an Lobeshymnen und mit der Capcom Fighting Collection. Insgesamt 10 Spiele. Es gefällt mir insbesondere, dass recht viel Darkstalkers Ableger drauf sind, was mich auch sehr, sehr stark interessiert. Da war zum Beispiel Red Earth, von dem ich vorher überhaupt nichts gewusst habe. Also von dem her muss ich sagen, ja, hat sich mit Sicherheit gelohnt. Das Ding gibt es auch als Download, aber natürlich bevorzuge ich die Retail-Fassung. Gut, dann geht's weiter mit 4K UHDs. Da haben wir einmal Doctor Strange and the Multiverse of Madness und zum anderen haben wir den Film Giganten, gewaltiges Epos mit einer ultrageilen Besetzung. Natürlich ein absoluter Klassiker und auf 4K schaut er anscheinend recht gut aus, also war das für mich jetzt halt keine Frage. Weiter geht's mit einem weiteren Hitchcock-Klassiker, Rebecca mit Laurence Olivier. Danach haben wir Die letzten Amerikaner, Film von Walter Hill, der zum Beispiel Red Heat gemacht hat, der zum Beispiel noch 48 Stunden gemacht hat. Und dann haben wir noch Henry, Portrait of a Serial Killer. So, da, dann geht's weiter von links. Wir haben völlig falsch verbunden. Ein Comedy-Klassiker mit Bob Hope und Elke Sommer, ist wieder eine geile Besetzung. Und dann haben wir mehr oder weniger einen Doppelbock Doctor Who aus den 60er Jahren. Und zwar mit Peter Cushing als Doktor. Das ist einmal Doctor Who und die Daleks. Und dann haben wir noch Doctor Who, die Invasion der Daleks auf der Erde 2150 nach Christus. Ich weiß ansonsten nicht viel von deren Filmen. Wie gesagt, ich weiß gerade, es ist Doctor Who, es sind die 60er Jahre und Peter Cushing als der Doktor. Schon mal allein der Darsteller ist für mich eigentlich Grund genug, dass ich die Filme gekauft habe. Und weil ich ja von Trash-Filmen nie genug kriegen kann, haben wir da Barbed Wire mit Pamela Anderson und wenn man den Film kennt nachher, werden wir zustimmen, der Film ist im Prinzip der Inbegriff von billigem Trash, also passt der mit Sicherheit recht gut in meine Sammlung rein. So da, und wer sich den Hintergrund bis jetzt ein bisschen aufmerksamer angeschaut hat, wird feststellen, da stehen drei Figuren, beziehungsweise drei Figuren in ihrer Verpackung. Sind Vorbestellungen gewesen, sind eigentlich für Ende Juni angekündigt gewesen. Es ist nachher Ende Juli geworden, ist eigentlich komplett egal, mit einem Monat Verspätung komme ich natürlich immer noch klar. Wir fangen an, ganz links, mit Tau Bye Bye. Das ist wohl mit Abstand der coolste Dragon Ball Bösewicht, den wir jemals gehabt haben. Verblüffend, du kannst sogar wieder auf. Der Kung-Fu-Meister in seiner rosaroten Toga, den man aber trotzdem nur absolut ernst nehmen kann, das muss man erst einmal schaffen. Gell. Hat 59,90 gekostet, ist 18 cm groß und ich muss sagen, die 18 cm Größe selber, die hören sich jetzt nicht unbedingt so imposant und die Figur als Ganzes, wenn man es wirklich vor sich sieht, nachher ist sie doch relativ voluminös und ausladend. Also das ist dann schon in Ordnung. Weiter geht's in der Mitte
sind zwei Figuren enthalten. Das sind einmal die Mai und der Schuh. Und da muss ich auch sagen, gehören natürlich zusammen auch mit der letzten Figur auf der rechten Seite mit Prinz Pilaf. Der Doppelpack von Mai und Schuh haben ebenfalls 59,90 gekostet und der Prinz Pilaf ist für 29,90 hergegangen. Und wie gesagt, ich muss wirklich sagen, ich habe mir alle Figuren schon mal ganz kurz angeschaut. Wie gesagt, jetzt momentan habe ich noch nicht unbedingt die Möglichkeit, dass ich die Sachen, was ich Figuren noch jetzt so präsentieren kann, wie ich das eigentlich gerne wollen würde. Wie gesagt, wird sich nachher alles ändern. Ich werde nachher, wenn es soweit ist, auf eine Figur nach der anderen ganz einfach eingehen. Der erste Eindruck ist bei allen Figuren eigentlich schon mal recht gut. Beim Tau Bai Bai gibt es auf einer Seite ist die Bemalung bei der Tunika, was er hat, jetzt nicht ganz astrein. Wie gesagt, das zeige ich eigentlich nachher einmal, wenn ich die Möglichkeiten wieder anständig dazu habe. Aber insgesamt machen die Figuren auch für ihren Preis einen sehr guten Eindruck und ich bin natürlich sehr zufrieden damit, dass die jetzt endlich da sind. Ich finde sowieso generell, es gibt viel zu wenig Figuren aus der legendären, ursprünglichen Dragon Ball Serie. Da konnte man nun weitaus mehr machen und ich hoffe ganz einfach einmal, dass in der Hinsicht auch noch mehr nachkommt. Bin aber im Moment, muss ich sagen, wirklich zufrieden mit deren Figuren, die was jetzt da endlich einmal gekommen sind. Wie gesagt, zur Abwechslung sehen einmal Figuren kommen, ansonsten kriege ich gerade immer Verspätungsmeldungen. Das war es jetzt soweit einmal gewesen von dem kleinen Update, aber immerhin, es ist wieder so ziemlich alles dabei gewesen und schön durchgemischt. Ich hoffe, es hat Ihnen soweit gefallen. Ich sage natürlich Dankeschön fürs Zuschauen und Zuhören und dann sehen wir uns schon beim nächsten Video wieder.